Hallo, nachdem es heute so wunderschön kalt ist mal wieder, mache ich mit euch einmal Pop-Art, wenn ihr Lust habt. Und zwar kann das so ausschauen, gibt natürlich ganz verschiedene Arten, wie man es lösen kann. Es besteht meistens aus ganz knallbunten Farben und geht immer so ein bisschen auch in diese Comic-Richtung, so im Groben. Es gibt ganz viele berühmte Künstler. Ich finde jetzt erwähnenswert ist Andy Warhol, jetzt gerade in dieser Art von der Malerei. Der hat nämlich sowas jetzt nicht mit Herzen gemacht, aber zum Beispiel mit einer Tomatendose. Die hat er einfach da 6-mal statt unseren Herzen da auf die Leinwand gebracht und hat die dann ganz bunt angemalt. Und sowas probieren wir mal. Dafür bräuchtet ihr vielleicht eine Leinwand, weil ich da mit diesen Klebestreifen diese Felder unterteilt habe. Und das geht vom Papier immer so schlecht ab. Das wäre ja schade sonst, wenn das Bild dann danach kaputt ist. Oder ihr nehmt ein Stückel, ein Brett vielleicht von irgendwie im Keller. Habt ihr vielleicht noch irgend so ein altes Holzbrett, was ihr weiß grundiert. Oder ein altes Küchenbrett, was keiner mehr braucht. Und genau, dann probieren wir doch jetzt mal damit rum. Und das ist ganz einfach auch. Es braucht nur viele knallige Farben. So, und dafür nehme ich meine Leinwand und die klebe ich mir jetzt erstmal in 6 Abteilungen ab oder mehr, wie ihr wollt. Also mache ich jetzt mal hier mein schönes, mein Malertape und das geht auch am besten noch so um die Ecke rum. Hier auch. Zack. Muss nicht ganz gerade sein, ist nicht so schlimm. Ja, ups, das Tape sollte gerade sein, einigermaßen. So. Und in der Mitte einmal. Und jetzt habe ich meine 6 verschiedenen Felder. Und bei der Pop-Art ist es eben, dass jedes Feld hatte einfach einen unterschiedlichen Untergrund und hatte ein Motiv obendrauf. Jetzt machen wir es mal ziemlich einfach. Das war jetzt vielleicht nicht das beliebteste Motiv, sage ich mal, in der Pop-Art. Aber ich mache jetzt mal ein Herz, weil das kriegt halt jeder hin. Und das kann ich auf jedes Feld mir vorzeichnen. Kann aber ein Fisch sein, kann eben wie bei Andy Warhol eine Tomatendose sein, je nachdem wie genau man es nimmt. Und jetzt male ich meine verschiedenen Hintergründe einfach in richtig gracherten Farben an. Zum Teil sehr flächig, das kann aber auch in gepunktetem Untergrund sein, aber auf jeden Fall waren das immer Pop-Art, sagt, also das sind schon so richtig comicartige bunte Flächen. Ne? So. Muss auch nicht genau sein. Alles ergibt sich im Nachhinein. So, ein bisschen ausspülen. Nächste Farbe. Hier gibt es ein Gelb. Muss auch nicht völlig einfarbig sein. Das ist alles vermischt sich, weil ich ja auch ganz oft meine Pinsel gar nicht unbedingt ausspüle. Was ich immer ganz schön finde, wenn man auch hier, deswegen habe ich den Rand auch mit umklebt, wenn der Rand mit angemalt ist. So. Zack. Hier haben wir Orange, jetzt gehen wir da nochmal richtig ins Gelb rein. Dann gibt es hier jetzt ein Gelb. Sofern nicht mein Pinsel da wieder anders will, weil ich ihn wieder nicht ausgespült habe. Genau, auch da Ränder mitmalen. Und zwar von diesem Klebeband immer am besten von innen, also vom Klebeband wegmalen. Wenn ich es jetzt so rein, dann drücke ich manchmal die Farbe unter das Klebeband runter. So, jetzt haben wir hier das hier. Dann machen wir doch mal Blau. Und das Klebeband verhindert, dass jetzt irgendwie alle Farben da so völlig ineinander gemischt werden. Übrigens ist wieder eine Unterlage nicht schlecht, was ich schon wieder nicht habe. Habe ich ein bisschen eher besser zu Hause auf eurem Wohnzimmertisch euch was hinlegt. So.
Und weil ich jetzt bei Blau bin, mische ich ein bisschen Weiß dazu und mache gleich ein Hellblau. Also einfach klare, schöne, helle, poppige Farben. Deswegen eben auch Pop Art. Das waren einfach satte Farben. Das war eben nicht gemischte Farben und nicht Übergänge oder irgendwelche sowas wie Pointillismus, ja, sondern es waren wirklich geracherte Farben. So, jetzt machen wir hier nochmal ein richtig fieses Hellgrün. Nicht fies, schönes Hellgrün. So. Oh je, da war Rot dabei. Auch das macht nichts. Farbe ist ja dankbar. Und man kann immer drüber malen. Am Ende wird man von dem Rot nicht mehr viel sehen. So. Zack. Und auch da wieder Ränder mitmalen. Weil dadurch die Bilder einfach plakativer werden. Gerade wenn man sie im Wohnzimmer hängen hat und man sieht sie auch von der Seite. So. Versuche ich das hier noch mal ein bisschen auszubessern. Sowas macht man natürlich vielleicht einfach noch mal, wenn es trocken ist, noch mal drüber. Das muss trocknen, definitiv, weil dann erst fangen wir mit den Herzen an. So, das ist jetzt ungefähr 3 Minuten her. Es ist halbwegs getrocknet. Ich spüle mal meinen Pinsel aus. Und jetzt mache ich genauso bunte Farben auf diese Herzen oder welche Form auch immer ich mir aussuche. Nehme ich jetzt zum Beispiel halt das Rot. Und mache ich das hier hin, das Herz in Rot, ruhig auch nur grundiert, das ist alles okay. Alles kein Hexenwerk und muss auch nicht super ordentlich sein. Zwischendrin bei den Farben, weil die ja so knallig sind, wirklich gut ausspülen. Mein Wasser ist jetzt schon nicht mehr das sauberste. Schauen wir mal, wie weit ich komme. Und ich nehme ruhig ganz genau dieselben Farben, nur für ein anderes Feld. Sieht man das überhaupt, ne? So. Hier kommt jetzt zum Beispiel ein Gelb. Ruhig auch so richtig Kontraste nehmen, gell? Sachen, die man nicht unbedingt kombinieren würde, so. Aber das macht es aus. Dass es nicht ganz perfekt ist, macht nichts. Man kann es noch mal ein zweites Mal malen, wenn man es genauer haben will. Aber das Ganze bekommt hier ja noch eine Umrandung. Und somit ist es gar nicht so wichtig, wie genau das gemacht ist. Oder ein richtig schönes Pink. Müssen wir mal gucken. Ja. Dann noch mal. Das ist schon ein bisschen knallt. Das ist eben richtige Pop-Art. Ja. Von poppig, richtig satt. Auch einfach eine grobe Form. So. Wenn ich jetzt möchte, kann ich dem Ganzen natürlich Strukturen geben. Ich kann noch Punkte reinzeichnen. Ich kann den Hintergrund liniert machen. Ja? Also ich gebe jetzt mal vielleicht als Beispiel, nehme ich mal einen anderen Pinsel. Nehme ich jetzt mal das Hellblau und nur als Beispiel, muss aber nicht, kann ich das hier noch durchlinieren. Muss alles auch nicht ideal und hundertprozentig sein. So, das ist liniert. Dann mache ich da oben noch mal eins gepunktet oder hier unten, je nachdem, wie ich Lust habe. Moment, anderer Pinsel für Punkte. Immer lieber einen runden Pinsel nehmen, nicht so einen Flachpinsel. Und da mache ich jetzt hier also plung, plang, pling, lauter Punkte rein. Also man kann das aber auch eben einfach so lassen, wie ich es jetzt bisher hatte. Man muss nicht irgendwas jetzt strukturieren. Ich möchte euch nur die Möglichkeiten zeigen. Ist jetzt noch nicht mal ordentlich gemacht. Gibt sicher schönere Punkte oder einen schöneren Pinsel, den man nehmen kann dafür. Ja. Und im Grunde kann ich jetzt meine Streifen abziehen. Und das gibt nämlich erst die Ordnung in meinem Bild. Einmal. Und
Und schon schaut das so toll ordentlich und sortiert aus. Und das kommt schon an diese Pop-Art hin, die der Andy Warhol eben damals sich da erdacht hat. Oder viele andere Künstler logischerweise auch. Wenn das jetzt trocken ist und mir ist das noch zu fad oder mir sind meine Striche, man sieht hier zu viel Bleistift oder irgendwas gefällt mir nicht, dann kann ich genau die Linien ruhig auch nochmal mit einem richtig fetten schwarzen Filzer nachmalen. Das ist nämlich auch so ganz typisch. Das ging ja dann in diese Comic-Richtung auch rein. Kann man das ganz schön dann nochmal machen. Wenn es getrocknet ist, zeige ich euch nochmal, wie es am Ende ausschauen könnte. Aber ich finde, so ist es auch schon was für euer Zimmer. So, und wenn jetzt mein Bildchen hier getrocknet ist, dann kann ich hier mit einem Edding dicken Filzer, auch mit Farbe und Pinsel natürlich, Umrandungen machen, die das Ganze noch ein bisschen poppiger machen. Ja, wie man sieht, plötzlich bekommen die Sachen Formen. Man kann, was so typisch ist in der Pop-Art, bei Keith Haring zum Beispiel, der macht dann immer wie so, als würde sich das Herzchen noch bewegen. Man kann mal dicker, mal dünner. Das hier ist schon noch nicht so doll. Man kann es vielleicht auch einfach anders anmalen hier. Mit mehreren Strichen oder so. Okay, mein Stift nimmt noch ein bisschen Farbe. Man kann Punkte machen. Auch das sind oft so typische Dinge, die ein besonderer Künstler gemacht hat. Roy Lichtenstein. Ein bisschen anders natürlich. Das ist jetzt schon die abgeschwächte Version. So. Und auch wenn ich es nicht umrande oder solche Teile reinmache, ist es eigentlich schon vorher total nett gewesen. Und wenn ich möchte und auch gut bin in Farbe, kann ich natürlich nochmal irgendwelche Slogans reinschreiben. Ne? Also wer gut schreiben kann, kann auch nochmal so ruhig so eine Graffiti-Schrift oder sowas machen. So, jetzt kommt meine Katze auf den Tisch gerannt. Genau, also ich finde, dass es total lustig ausschaut. So kann man sich's auf die Wand hängen. Und wie gesagt, wenn einem irgendwas zu fad ist, wie vielleicht das hier, kann man da nochmal ein bisschen drüber malen. Und ansonsten viel Spaß, bis bald.